Clip Indoor ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Suche nach Miniaturisierung. Für Clip Indoor wurden von Saint-Gobain Glass Solutions und Adler SAS Patentanträge gestellt. Das 100% aus Metall bestehende Türscharnier wird an der Schmalseite einer 10 bis 12 mm dicken Glastür angebracht. Mit einem gleichbleibenden Profil über die gesamte Gelenklänge, 10 mm Dicke und 16 mm Breite geht es in die Stärke der Tür über. Clip Indoor ist von einem unabhängigen Labor, dem CSTC, gemäß der Norm EN1192 Klasse 4 zertifiziert. Normen EN947 und EN948. Es besteht ausschließlich aus Aluminiumlegierungen, Edelstahl und Federstahl und ist beständig gegen Salznebel. Es ist vor dem Einklemmen der Finger geschützt und gewährleistet Dichtheit und Dämmung aufgrund eines sehr kleinen Spiels zwischen der Wand und der Tür. Das Scharnier Adler und die Rillung der Schmalseite des Glases durch Saint-Gobain Glass Solutions anhand eines einzigartigen Bearbeitungsverfahrens sind eine Alternative ohne Mehrkosten zu den traditionellen Lösungen. Unsere Standardtüren sind werkseitig bestückt mit Gelenkband für Höhen von 2 Meter bis 2,60 Meter. Dieses Gelenkband braucht nur an zwei Stellen in die Türstockverkleidung eingeschraubt zu werden. Die Anzahl und der Sitz der Wandplatinen können angepasst werden, um größere oder besonders schmale Türen zu verstärken. Clip Indoor wird zu einer idealen Lösung für Büros mit planen und transparenten Trennwänden. Sie ist ebenfalls ideal für Duschkabinen oder Vitrinen mit quasi unsichtbaren Türen. Es handelt sich um ein System, das besonders begehrt ist bei Juwelieren und im Lebensmittelbereich, ohne die Museumsgrafie und die Ladenwerbung zu vergessen. Clip Indoor bietet eine einzigartige Dekowahl. Man kann Glasplatten artikulieren, die auf vielfache Weise behandelt wurden. Hartglas, nicht gehärtetes Verbundglas, mit Siebdruck, lackiert, bedruckt. Mit Clip Indoor vereinen Adler SAS und Saint-Gobain Glass Solutions ihre besten Kompetenzen im Bereich des Glases und der Mechanik im Dienst ihrer innovativsten Projekte.